Mein Name ist Christian Lohmeier, ich bin Ü-Wagenleiter bei der Wiege und wir sind hier auf dem Ü-Wagen, der die GT Masters überträgt. Im Moment sitzen wir hier in der Regie, das heißt, hier sitzt der Leiter der Sendung, der Regisseur und die Bildmischerin und die wählen aus den Kameras aus, die wir an der Strecke aufgebaut haben. Das sind an der Strecke 17 Kameras, dann haben wir noch 10 in Autos verbaut und es laufen auch noch welche in der Boxengasse rum und produzieren die Bilder von Boxenstopps und machen die Interviews. Jetzt sind wir in der Bildtechnik, das heißt, hier laufen die ganzen Signale auf, hier werden die Kameras ausgesteuert, das heißt, die Farben werden kontrolliert, die Blende wird kontrolliert, dass es alles optimal ist. Und hier werden auch die ganzen Signale verwaltet, das heißt, wenn wir was zur Videowall abgeben oder etwas auf den Sender schicken, dann wird das hier entschieden, ob wir das auf den Sender schicken oder ob dann Farbbalken hingeht. Das macht der Kollege, der trifft dann die Entscheidung, welche Signale wohin gehen. Das heißt, der ist auch dafür verantwortlich, dass das, was drüben in der Regie an Bildern produziert wird, dass das Signal richtig unser Auto korrekt verlässt. Der deutschen Meisterschaft feiern konnte. Jetzt der Angriff da von der 6. Das ist Ortmann gegen Marvin Dienst. Zweit durch die Satzkurve. 27 gegen 6. Dienst setzt sich durch. Zieht er vielleicht noch Harrison Newey. Im schwarz-blauen Auto mit der 26. Der muss sich durchreihen. Der muss sich einreihen.